Hallihallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück zu Diddy Kong Racing 64, muss man korrekterweise sagen, mit dem Barry und dem Rikus. Hallöchen. Hallo! Und ja, wir sind alle, glaube ich, im dritten Cup jetzt angekommen inzwischen. Ja. Und ich glaube, das wird ein relativ knappes Race. Und ja, wir überlegen einfach mal weiter, machen einfach weiter in 3, 2, 1, los. So. Ja. Boah. Fast übelst gegen den Baum. Und ich fliege auch gegen jeden Baum, den ich sehe an der Stelle. Geht los und ich krieg direkt wieder eine Rakete in den Rücken. Wurde auch schon so oft abgeschossen wie ich? Ja, durchaus. Tatsächlich relativ wenig. Ich habe bestimmt schon 5-6 Treffer eingesteckt bis jetzt. 2 oder so, glaube ich. Mein Problem sind die Bäume, die sind so bunt verziert und ich habe das Bedürfnis, immer dagegen zu fliegen. Ja, ist ja okay, oder? Ich hatte gerade irgendwie ein bisschen verkackt. Ich habe nämlich nach dem Aufnahmestarten nicht ins Spiel reingeklickt. Die letzten paar Sekunden gekostet. Ich weiß, was du meinst, ja. Das Problem habe ich auch mit den... Beziehungsweise vorbereiten weiß für die Aufnahme. Woo! Aber ich komme langsam wieder rein. Flugzeugsteuerung kommt langsam wieder zurück. Nein, bei mir nicht. Flugzeug geht ja noch. Am schlimmsten finde ich dieses Boot. Das ist echt die das Hölle. Das Boot ist ein bisschen. Brauchen mehr Boote. Boote, Boote, Boote! Boote, Boote, Boote! Mehr Boote und mehr Tote. Weil mehr Boote wollen wir nicht, aber mehr Boote. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich hassen die Boote. Doch, wir lieben Boote. Boote. Ich mag Boote, jeder mag Boote. Boote. Boote, Boote, Boote! Wer war das eigentlich? Ich glaube, das war mit Yamada, das ist Betty. Kenn ich nicht. Die Kommentatorin, die die Kanadierin. Gell? Nee, Robin ist die Kanadierin. Ah. Das ist auf jeden Fall die Arbeitskollegin von Robin. Ich weiß, was du meinst. Das war so eine blonde, so eine richtige Tussi. So ein richtiges. Nein, eine Tussi nicht, so eine kleine Puppe quasi eigentlich. Eine kleine Puppe. Ein Püppchen. Auch solche ekligen How I Met Your Mother Gucker. Die ganze Welt. Ey, das ist so eine grandiose Serie. Ja. Wie kannst du nur was dagegen haben, hallo? Die Serie ist nicht lustig und sie will lustig sein. Was? Vielleicht bist du nicht lustig. Du bist nicht lustig, Barry. Ich hab gesagt, dass ich lustig sein will, aber ich hab auch nicht gesagt, dass ich eine Serie bin, also. Doch, du bist eine Serie. Ich bin eine Serie. Ja, du bist eine Serie. Ja. How I Met Your Mother finde ich so eine grandiose Serie. Gar nicht mein Humor, also wirklich null. Okay. Dann hast du keinen Humor. Hab ich auch nicht, ich bin Deutscher. Ey, was ich teilweise am Lachen bin bei dieser Serie, ne? Logisch. Krass. Ich habe in letzter Zeit so ein bisschen Archer für mich entdeckt. Ich weiß nicht warum. Ich mag solche Zeichentricks, mit die sich gegen selbst auf die Schippe nimmt, so ein bisschen. Archer, was ist das? Archer ist so, dass du so eine Pseudo-FBI-Agentur hast. Und der Sohn von denen, von der Chefin, der ist irgendwie die ganze Zeit nur am Saufen. Das ist so ein, wie soll man sagen, so ein bisschen James Bond-mäßig, ne? Der zieht so aus in seine Mission, so, säuft aber die ganze Zeit und flirtet mit seiner großbrustigen Kollegin. Und macht allen möglichen Scheiß, ne? Also, der macht eigentlich seinen Job nicht gut, wirklich, aber ist halt lustig, wie es zusammengeschnitten ist. Also, naja, man muss ein paar Folgen gucken, damit es einem gefällt, soll ich sagen. Aber mir gefällt Archer ganz gut. Rick and Morty habe ich vor kurzem abgeschlossen. War ganz geil. Nie angeguckt. Ja, ist ganz gut zum Gucken, finde ich. Macht Spaß, aber nicht als... Ich habe Stranger Things gesehen, die dritte Staffel, die war ganz cool. Ist die jetzt seit kurzem raus? Kann das sein? Ja. Stranger Things ist eine gute Serie, aber die lebt nicht von der Story, sondern eher so von der Musik und von der Atmo. Und von der Atmosphäre, ja. Mhm. Ja, weil das halt ziemlich geil so nachgebaut wurde, wie in den 80ern, so mit der Musik, mit den Kleidung und so. Das macht die Serie wirklich sehr gut, finde ich. Mhm. Also von der Story, gut, es ist... Ja, gut. Überschaubar, würde ich sagen. Mhm. Nee, ich hab's auch schon vorgeschlagen bekommen und ich habe überlegt, ob ich das vielleicht mal gucken soll, aber bis jetzt noch nicht dazu gekommen. Ja, man sollte kein. Aber manche Leute haben ja Probleme damit, wenn die Schauspieler Kinder sind. Serien, dann. Ja. Könnte das doof sein für dich, aber es gibt auch coole. Also, was ich jetzt an dieser Strecke mit dem Eis nicht mochte, ist dieses, wenn du an das Eis rankommst. Dann hopfst du so. Und ich hasse das total. Wer bist du denn? Man verliert ja so viel Zeit dabei. Das ist ja furchtbar. Das ist die, wo du auch gerade warst. Barry, du bist wahrscheinlich einfach nicht ins Eis reingefahren. Ja. Setz dich mal. Doch, in einer Runde bin ich. Ach, ihr seid gar nicht in der. Okay. Ich bin jetzt in so einer weiteren Eisstrecke. Die ist auch irgendwie ganz schön eklig, wie ich gerade merke. Ja, die hat so süße Eistunnel. Das weiß ich noch. Die ist voll geil. Achso, außerdem gibt's die ein paar von den Charakteren als, Eis fressen direkt auf dem Berg. Ist lustig. Und Riesenschnee. Was kannst du achten? Ja, natürlich. Was? Hallo, ich weiß nicht mal, was ich spiele hier. Ich gucke hier einfach wie so ein Berserker mit Tunnelblick auf die Map. Alles andere wird hier ausgeblendet. Guckst du auf die Map?
Ja, auf die Karte halt. Du guckst aufs Kart? Was? Da unten rechts ist eine Map. Ich musste erst letzt wieder an Rikus und sein Pferd mal denken, weil da hat, ich habe mal eine alte Aufnahme von uns geguckt, Ultimate Chicken Horse, ne? Dann ja. Hat er mal richtig schön rausgelassen. Das hat mir einfach so ist richtig schön. Eigentlich müsste ich das zusammenschneiden mal. Ist voll schön. Müsste man eh mal machen, ab und zu mal so ein paar alte Dinger raussuchen, ne? Aber so, das ist halt so eine Aufwand. Eine Compilation irgendwann mal. Ich hab hier eine Strecke mehr oder haben wir eben direkt in der ersten Strecke aufgehört? Die ist halt etwas länger, die Strecke. Oder die Strecke ist etwas länger, meine ich. Also meines nach Gefühl. Gut, da kann ich mehr Zeit rausholen. Nach Gefühl. Nach meinem Gefühl. Nach meiner Gefühl. Du hast kein Gefühl, Zellos, du bist Vampir. Ja, okay. Oh Gott, hier ist so ekliger Nebel, man sieht hier gar nicht, wo man hinfahren muss. Ist doch schön. Nein. Wir sind auch so denn bei Weihnachtsmann bei der vierten Strecke. Hallo? Siehst du nicht dieses wunderschöne Gebäude? Und die Rentiere, die nicht durch die Gegend fliegen und so. Ja, wie gesagt, ich gucke wie so ein Berserker nur einfach nur auf die Strecke. Okay. Ich hab Bencho abgeschossen. Was da jetzt für mich rum ist, das ist mir egal. Oh, Häuschen. Leichen. Oh, Leichen. Aber so krass, ich kann mich an fast gar keine Strecke mehr erinnern. Und na, nur die erste eigentlich, nur die ersten Cups. Ja. Also die ersten paar Cups auf jeden Fall. Cup, ja. Also die ist mir schon ein bisschen unbekannter, ja. Da bin ich, glaube ich, das war so eine Strecke, Weiße, wo ich, glaube ich, froh war, dass die Time Trial endlich vorbei war. Hier los, sieht man ja echt nichts. Ja, dieser fucking Nebel, ne? Ja. Schlimmer als bei Silent Hill. Ja. Wo man einfach das gesagt, ach ja, das ist absichtlich der Nebel. Mhm. Schlimmer als in Silent Hill. Wird zu einem Feature. Ja, das ist kein Bug, das ist ein Feature. Oh Gott, ich habe Angst gegen diese Wand zu fahren am Anfang. Ich bin vorhin gerade gegen den Baum gefahren. Man bleibt auch so leicht hängen an den Sachen hier. Ja. Hängen geblieben. Hängen geblieben bleiben wir hier. Hängen. Hitboxen sind übel. Ja, außerdem, wenn du mit einem von dem Gegner knüppelst, dann hast du auch komischerweise so einen Rückstoß. So ein komisches Hängenbleiben an dem Gegner. Ich weiß es nicht. Er hat eben mal einen Gegner geschubst, da bin ich nach vorne geflogen. Hm, auch nicht schlecht. Cheater. Ist mir noch nicht passiert. Ja, Cheater, ganz klar. Ja, Cheater. Mhm. Ich möchte davon nicht ablenken, dass ich schon einmal eine Runde gezockt habe, bevor wir auf dem Dom haben. Oh, du Penner. Ja, was willst denn du, Alter? Ich muss die Steuerung lernen wieder. Hallo? Ich hab das ganze Spiel schon gespielt. Ich musste die Steuerung lernen. Ja, dafür bin ich wenigstens in der Wand jetzt hängen geblieben, ne? Bist du zufrieden? Ja. Nee, nochmal. Erst nochmal. Ja, bin ich okay, warte. Ich musste erstmal eine Wand suchen, aber ich bin im Nebelfeld. Ich suche mir mal eine Wand. Was sind für ein Nebelfeld eigentlich? Ja, das ist dieses bei der vierten Strecke da, dieses komische Waldstück. Kann ich das 4 zählen? Ja, okay. Das nach was 3 kommt und zwischen vor 5. Hä? Kannst du das mal in römischen Zahlen sagen, bitte? Und auf Portugiesisch, bitte auch. Auf Portugiesisch und römischen Zahlen. Ja, okay. Das nach Gott. Das nach 3. Hallo, und kannst vor du 5. bitte Gas geben? Wie Gas geben? Also. Meinst du das? Also, da müssen wir fertig wieder sein, durch oder? Durch so eine Dingstrecke. Ja. Bist du schon im nächsten Cup, oder was? Also ich bin in der vierten jetzt. Bei diesen wunderschönen komischen Baumstämmen auf dem Boden. Lustig. Ich hab keine Ahnung, wovon ihr redet. Wirst du gleich noch sehen, komm schon. Es ist schrecklich. Ich hab das Level ja schon längst beendet und verarsche euch nur die ganze Zeit. Achso, ja, okay. In Wirklichkeit ist Rico schon längst fertig und isst Popcorn. Ich esse Popcorn, das ist so ein Aber wenigstens wieder Wasser endlich, vielleicht kann ich hier nochmal was gut machen. Das war auch eine schöne Strecke hier, das mit dem Schloss, Alter. Boah, die ist richtig scheiße. Das kenn ich noch, das hab ich letztens mit Anne gespielt. Ja. Bin ich hier einmal falsch gefahren und bin dann hier bei dieser kleinen Stelle da im Kreis gefahren die ganze Zeit. Ja, ich hab auch so Angst, mich hier irgendwie wie an der Wand hängen zu bleiben, weil mir ist gerade aufgefallen, ich weiß gar nicht, wie man rückwärts fährt. Das könnte ein Problem werden. Ich glaube, das geht nicht bei dem Spiel. Glaubt, das heißt, man ist dann tot. Ich glaube einfach, du musst an der Stelle B und nach hinten drücken. Ich glaube es nur, bin nicht sicher. Aber ich meine, bei solchen Spielen... Du weißt ja nicht, was B ist auf meinem N64 Originalcontroller. Ja, dann... Grün. Dann musst du es wieder original beschriften. So meine Tastatur hat keine grüne Taste. Dein Controller meinst du bitte schön, hallo? Ja, mein N64-Controller. Ich spiele das hier übrigens im Original natürlich. Nee, der hat jetzt einen Third-Party-Controller. Weißt du, das ist das Problem. Das ja, es wurden jetzt neue Controller entwickelt für die N64. Genau. Nur für uns. Tastatur-Controller für die N64. Das war letztes auf Kickstarter, wisst ihr? Ich war der Einzige, der dafür gespendet hat, aber ich habe 1 Million geboten. Und deswegen du hast das alle bekommen. Ja. Und deswegen kann ich hier mit einer Tastatur an dem N64 spielen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Mit einem HDMI-Upscaler. Weißt du, das ist so einer, der zockt das, weißt du?
und braucht keine. Da braucht diese keine Penner, Controller. Die drehen diese komischen Holzhölzer und mich schlägt zurück. Ja. Was sind das für Betrüger? Ja. Dreckige Betrüger. Oh Gott sei Dank ist diese eklige Strecke vorbei. Boah, ich werde hier durch die Gegend gehauen von den Teilen. Ja, ich werde leider auch ein bisschen durch die Gegend gereicht. Oh, schön, wieder eine Kartstrecke, perfekt. Nein! Nein, Barry! Ich habe das Gefühl, ich habe wieder ein bisschen aufgeholt. Also ich habe eher den Eindruck, ich verliere gerade ordentlich an Strecke und Zeit. Die Strecke gefällt mir gerade gar nicht. Oh Gott, die Strecke kenne ich gar nicht mehr. Ich bin immer noch beim Schloss, ja. Vielleicht durch beim Schloss. Scheiße. Soll schon was heißen? Aber Rikos hat das auch mit Daniel gespielt, das ist jetzt natürlich. Ja, eben, die Strecke habe ich gespielt, ja. Da kann ich ja nichts dafür. Das habt ihr ja gewusst. Das ist Cheater! Nicht gemacht, weil du wusstest, das ist die schwierigste, damit du die trainieren kannst für das Race, was 3 Monate später ist. Das ist schwer, ist einfach. Dieser Cheater-Sau, ey. So, ich hab's geschafft, immerhin. Bin ich! Also, das mit den Starts bin ich noch relativ gut hin, tatsächlich. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich glaube, das ist meine große Schwäche. Ah, ist auch eine schöne Letzter. Strecke. Das heißt, ich werde wahrscheinlich wieder Zeit auf den Boss verlieren. Ja, wie? Du bist schon wieder hier. Ja, das ist schwer. Alter. Was ist denn jetzt hier? Schwer? Wie meinst du denn das? Die Strecke ist an sich. Nee, die NPCs zu besiegen. Oh. Ja, die sind relativ gut, ja. Eine schöne Strecke. Was war eigentlich eure Lieblingsfahrer bei dem Spiel? Also ich habe Hip-Top. Ich hab damals Conker gespielt. Weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt. Hey, ist Tip-Top! Hallo! Hat er mal gesagt. Ich mochte Conker immer. Wir sind verrückte Eichhörnchen, Alter. Welcher ist Conker? Das Eichhörnchen. Das Eichhörnchen, ja. Ist das der gleiche Conker, der diese ganzen Spiele bekommen hat ja. Auf der Xbox? Ah, genau. Okay, da mag ich den auch am liebsten. Obwohl ich ihn nicht kenne. Nee, keine Ahnung. Ich habe das Spiel ungefähr 10 Mal in meinem Leben gespielt, wahrscheinlich. Das kommt so ziemlich genau hin, glaube ich. Mhm. Hat mir auch Spaß gemacht, aber hey, man damals... Kann driften. Hab ich keinen Tomb Raider gespielt. Das hätte ich vielleicht eher rausfinden sollen. Was hast du rausgefunden? Dass man driften kann. Okay, damit hat Rikos jetzt gewonnen. Eben. Ist klüger. Okay, habt ihr die ganze Zeit gedriftet oder was? Nein, ich weiß nicht, wie das geht. Na, weil das sein R nicht identifizieren kann. Ich weiß es schon, aber... Ja, du hast da auf deiner Tastatur Buchstaben stehen, oder? Zum Beispiel ja. R. Probier's doch mal. Das könnte aber Wiederladen sein. Hallo? Okay, die Strecke war ein bisschen eklig. Reload. Reload. Die letzte Phase konnte ich nochmal spielen. Boah. Geht. Also Magnet ist eigentlich schon ziemlich geil als Item. Aber ich hab aber gerade verkackt mit dem Magnet irgendwie. Also ich hab die halbe Strecke übersprungen gerade mit dem Magnet, war lustig. Peter. Was? Nur weil er geübt hat. Nur weil ich ein Item aufgesammelt habe, hallo? Ohne Items haben wir doch gesagt, oder? Was? Ohne Items hat er gesagt. Ohne Items, ja. War so ausgemacht. Ja, Zellos pro Item 1 Sekunde der Strafabzug. Oder also, nee, drauf. Ich wollte gerade sagen, Abzug wäre nicht schlecht. Er könnte auch gerne abziehen, mir ist egal. Dreck ist aber wirklich ein bisschen Cancer. Definitiv. Oh, jetzt Achter. Diese Windmühlen. Ich bin auch Achter geworden, Rikus. Herzlichen Glückwunsch. Cool. Willkommen im Club. Ja, danke. Den geilen Achten. Bäh. Ich bin 5. gewesen, glaube ich. Aber diese Tunnel zu nehmen mit dem Flugzeug. Ach Gott, das ist die Hölle. Oh nein, ich bin dagegen geflogen. Ist ja übel. Ah nein! Oh, Windmühle hat mich erwischt. Fuck. Sehr gut. Was willst du? Deine Mutter. Hey, was willst du, deine Mutter, ey? Hexenpech. Hexenpech. Haben wir uns eigentlich schon auf das nächste Race-Spiel geeinigt? Ich glaube ja, ne? Aber ich weiß es gerade gar nicht. Ich wusste es gerade auch nicht mehr. Ich weiß noch nicht mal, was wir jetzt spielen. Wie soll ich mich auf nichts einigen? Was ist das eigentlich hier? Das hier ist Turok. Das ist Turok. Ja, Turok Racing. War auch richtig geil damals. Ja. So meine Turok-Folge mit Daniel, die war auch nice. Die war auch nice, ja. Aber das ist so krass, wie sich diese Ego-Shooter von damals so krass verändert haben. Eigentlich überhaupt nicht, oder? Naja, jetzt kannst du zielen. Du hast nur irgendwie dich bewegt. Hallo. Hallo. Du hast dich nur bewegt und gehofft, dass deine Figur irgendwie dahin zielt, aber jetzt kannst du zielen. Ja, das ist richtig. Kann hier durchs Ziel fliegen eigentlich? Keine Ahnung. Also nimm ja mit dem Magnet weg, dieses hässliche Huhn. Also ich habe damals viel mehr GoldenEye gespielt als Turok tatsächlich. War das nicht zensiert? Ja. Wie hast du da rangekommen, du Cheater? Ja, weil ich verdammt doch mal ein Nase. Es war eine Weile im Verkauf, bis es zensiert wurde. Genau. Das ist dumm. Also von den Händlern. Ach ja. Ich hab mir auch mal ein zensiertes Spiel gekauft, was mittlerweile nicht mehr zensiert ist. Hätte ich es mal besser behalten, wäre ich jetzt wahrscheinlich reich, oder? Nö. Was? Du warst genauso arm wie jetzt. Gar nicht wahr! Ich hab mir früher Dead Island, als es noch zensiert war, geholt. Hab's mir in einem österreichischen Laden bestellt und hab's aus Griechenland geliefert bekommen. Aus Griechenland? Mit so einer griechischen Rechnung, die habe ich immer noch. Ja, geil. Kannst gar nicht griechisch rechnen.
Egal, da stand irgendwas drauf, aber... Die Griechen können gar nicht rechnen, hör auf zu lügen. Oh Gott, was ist das denn jetzt hier? Deswegen haben die auch so viele Schulden. Ja. Haben die nicht sogar die ganze Scheiße erfunden? Oh, nee. Mathematik? Ich dachte, die haben Schulden erfunden, was sie jetzt sagen. Ja, die Schulden auch, aber Mathematik hat doch... Oder, nee, keine Ahnung. Eigentlich ist es ja das Land, wo die Physik entstanden ist. Mr. Martin Mathematik... Mr. Satan hat die Mathematik... Nee, Mr. Martin Mathematik hat die Mathematik erfunden. Martin Mathematik... Nee, Mr. Satan hat das erfunden. Flingelingeling, stopp! Ah! Stopp. Oh Gott. Oh Gott, ey. Jetzt habe ich ja schon gar nicht mehr dran gedacht, dass da überhaupt eine Uhr mitläuft. Ja. Furchtbar. Okay, na gut. Dann beenden wir jetzt an der Stelle die Folge. Ja. Nehme ich an. Ja. Ne? Bis zur nächsten Runde. Das wird doch spannend, glaube ich, gegen Ende, ne? Ja, definitiv. Ja. Mal schauen. Boah, anstrengend. Also, ich mache aus, ne? Bis dann. Jo, bis denn. Mach's gut. Tschüss.